Schritte. Den rechten Fuß zur Seite, den linken ran. Ein Chassé nach rechts, den rechten zur Seite, den linken ran, den rechten zur Seite. Jetzt folgt ein Crossrock mit links. Den linken Fuß vor den rechten setzen, das Gewicht wechseln und wieder zurück. Und zum Schluss ein Zählershuffle. Wir schwingen den linken Fuß hinter den rechten. Setzen ihn ab, machen dabei eine Vierteldrehung nach links, den rechten Fuß an den linken ran und den linken Fuß nach vorn. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte, 2 Schritte vorwärts mit rechts, links. Dann setzen wir die rechte Ferse vorn auf, den rechten Fuß an den linken Rand und gleich die linke Ferse vorn aufsetzen und wieder an den rechten Rand und den rechten Fuß vorn absetzen. Dann schwingen wir gleichzeitig die Hüfte nach rechts, nach links und wieder zurück. Dann setzen wir den linken Fuß ab, schwingen die Hüfte gleich nach links, nach rechts und wieder zurück. Und diese 8 Schritte noch einmal von der anderen Seite, damit man das besser sieht. 1, 2, 3 und 4 und 5 und 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4 und 5 und 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Ein Rock vorwärts mit rechts. Den rechten Fuß nach vorn, das Gewicht wechseln, wieder zurück und gleich den rechten Fuß an den linken ran und wieder ein Rock vorwärts mit links. Den linken Fuß nach vorn, das Gewicht wechseln und wieder zurück. Ich zeige diese 4 Schritte bis dahin noch einmal. 1, 2 und 3, 4. Jetzt machen wir ein Shuffle zurück mit links. Den linken Fuß nach hinten, den rechten ran, den linken Fuß nach hinten. Jetzt setzen wir die rechte Fußspitze hinten ab und machen eine halbe Rechtsdrehung. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4 und 5 und 6, 7 und 8. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte, die zeige ich gleich von der anderen Seite, damit man das besser sieht. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Wir gehen 2 Schritte vorwärts mit links, rechts. Jetzt setzen wir den linken Fuß vor den rechten und machen eine Viertel-Rechtsdrehung. Und setzen gleich den linken Fuß vor den rechten. Dann machen wir einen kleinen Hups nach rechts, den rechten Fuß nach rechts und den linken Fuß mit einem Step neben den rechten und schwingen unsere Hüfte von links nach rechts. Dann machen wir wieder einen kleinen Sprung nach links, setzen den linken Fuß links ab, den rechten Fuß mit einem Step ran und schwingen die Hüfte von rechts nach links. Und diese Schritte noch einmal ganz langsam.
1, 2, 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Ich zeige die noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8 und. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4 und 5 und 6, 7 und 8. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorne.